Also wenn man sagen wir malt oder zeichnet, ist das ja ein Prozess, den man im Atelier alleine macht. Mhm. Und sobald man vielleicht in die Druckgrafik geht, verlässt man ja sein Atelier und geht in einen anderen Raum und die Anonymität ist vorbei. Und dann wird es sozusagen ein Miteinander oft. Und als ich anfing mit der Lithografie, dieser dicke Stein, wo ihr dich bemühen muss, das zu schleifen, ja, und ihr schleift dann den großen Stein. Und jetzt soll man auf diesen großen, dicken Stein etwas Freies raufmachen, ja. So, dann wird abgespült. Und dann wird der Stein getrocknet und dann kann er reingetragen werden und bezeichnet werden. Aber ich mach's gerne bei ihm in dem schönen Haus. Wir unterhalten uns über die heutigen Dinge. Dann kommt man hin und dann ist eine wunderbare Atmosphäre. Hast du das, hast du alles schon hin? Er legt nun alles schon hin. Und dann guckt man auf den Stein drauf und dann fängt man an. Und je länger man das macht, wir machen ja fast das schon jahrelang, verliert man die Scheu, das zu machen. Und das ist auch für mich das Interessante zu sehen, also dass zwei Maler, wie unterschiedlich sie sozusagen mit dem Medium Grafik umgehen. Der eine als zeichnerisches Medium und der andere sieht es als malerisches Medium. Und es geht in beiden Techniken, also und ein anderer natürlich auch noch im Holzschnitt, kann man natürlich malerisch arbeiten oder zeichnerisch arbeiten. Das finde ich oft sehr, sehr interessant. Über den Prozess, den Lothar beschrieben hat und auch den Said beschrieben haben, also dass man sieht, dass, also sagen wir mal, Said in seinen Arbeiten, wo er Maler ist, also auch in der Druckgrafik, egal ob in der Radierung oder auch in der Lithografie, immer einen malerischen Ansatz hat in seinen Arbeiten. Und bei Lothar und Anna ist es, also vor allem bei der Radierung sieht man, dass sie doch eigentlich in der Art arbeiten, wie sie auch zeichnen, ne? Das ist die Suche wieder nach dem Auratischen des Kunstwerks und der Einmaligkeit des Bildes. Das steckt dahinter. Und das kann man durchaus also erzeugen, indem man sich also mit dem Blatt Papier, der Druckplatte, dem Stein auseinandersetzt. Ne? Die Möglichkeiten oder die Beschränkungen des Materials annimmt und innerhalb also dieser Beschränkungen aber auch wieder zu eigenen Formulierungen findet. Das war eigentlich die Überraschung zu sehen, dass es so viele junge Künstler an unterschiedlichen Hochschulen gab, die sich der Technik wieder zugewandt haben. Und es war für mich erstens interessant zu sehen und zweitens auch mal wichtig, einen Einblick also in die zeitgenössische Druckgrafik zu geben, weil es an anderer Stelle so bislang nicht stattgefunden hat. Die Druckgrafik macht so ganz andere Dinge mit einem Bild, während man, wenn ich male, das ein langsamer Werdeprozess ist, kann man eine Druckgrafik natürlich auch sehr oft überarbeiten. Aber man ist halt immer erstmal, man druckt einmal und man hat ein Produkt. Und dann kann man sich entscheiden, möchte man weiterarbeiten. Man hat immer dieses Fertig und das ist ganz faszinierend. Es ist sicherlich auch eine Rückbesinnung auf eine Form von Kunst, die auch etwas mit Handwerk zu tun hat. Ja, so im Sinne also des eigenen Herstellens und des Könnens, was damit verbunden ist. Da steckt ja sehr viel Können und vor allen Dingen auch sehr viel Wissen dahinter, was heute auch nur noch an wenigen Stellen weitergegeben wird. Und an so einer Stelle ist es dann durchaus also auch von Relevanz, dass es noch Druckwerkstätten gibt, also so die von Steffen Cessno, das Lithografie-Atelier, die so eine Kenntnisse, so ein Wissen vermitteln und Künstler also auch begleiten. Ich habe angefangen in Beirut 4 Jahre nach dem Ende des Bürgerkriegs, das heißt in sehr miserablen Zustand studiert. Und daher hatten wir waren 20 Leute gepresst in einen kleineren Raum als hier. Wir hatten keine Druckwerkstätten, wir hatten nichts. Und als ich nach Berlin kam, habe ich gesehen, was man für Luxus hier hatte.
freie Druckgrafik spielt heute eigentlich keine große Rolle. In der zeitgenössischen Kunst wird eigentlich nicht gehandelt, wird von der Wissenschaft, also von der Kunstwissenschaft, nicht mit einem besonderen Interesse wahrgenommen. Das Überraschende daran ist, dass die Grafik trotzdem existent ist und dass sich insbesondere viele jüngere Künstler den traditionellen Techniken wieder zugewandt haben. Aus unterschiedlichen Gründen. Zum einen, um ja auch etwas Besonderes für sich zu finden in der Formulierung ihrer eigenen künstlerischen Ideen. Dem kommen druckgrafische Techniken offensichtlich also auch ein Stückchen näher mit der Möglichkeit also des Experiments. Es wird heute nicht mehr im Sinne also dieses klassischen Auflagendrucks Druckgrafik hergestellt. Druckgrafik findet man heute sehr stark nach wie vor im Zusammenhang mit der Entstehung von Editionen, im Zusammenhang mit Büchern. Und in Form von Unikaten als experimentelle Arbeiten und darin also durchaus gleichrangig zu Zeichnungen. Für den größeren Bogen muss ich noch eine Markierung machen. Aber es ist ein Interesse für die Technik da und die Druckgrafik wird ist nach wie vor existent. Die Techniken werden von vielen Künstlern genutzt, zum Teil ausschließlich in ihrem künstlerischen Werk. Es hat sich ein Wandel ergeben. Erhöhen ein bisschen den Druck. Wenn ich über ein Projekt denke, dann denke ich direkt auch, was soll das Medium sein? Soll ich den Einsatz ist mehr Radierung als Lithografie oder ist ein Holzschnitt? Und dann diese Aspekte, wenn man nicht richtig vertieft hat, dann kann man nicht so schnell. Man muss man auch die erfahrenen Leute noch mal fragen, dann ausprobieren. Und das kostet alles auch Zeit, Aufwand und Geld. Es entspricht der Aufgabe kommunaler Galerien, Kunst zu zeigen, die der Markt nicht berücksichtigt oder die nicht gehandelt wird. Ja? Und dazu zählt Druckgrafik auf jeden Fall auch. Ja.